Und damit hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge die Sims 4 Werwölfe. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Besonderes. Was machst du denn gerade? Michael schaut sich gerade nochmal seinen Frosch an. Okidoki. Dann würde ich sagen, es ist 19 Uhr. Kannst du jetzt mal deine Kaffeemaschine reparieren hier? Regnet ja nicht momentan. Oh, wie bleibt das auch so? Da könntest du dir noch einen Kaffee machen. Im Regen. Es regnet nicht. Ach Mann. Das ist so ein Quatsch. Ja, ja. Was? Liegt der Müll rum? Nee. Liegt der nicht. Weißt du was? Du könntest nochmal dein Revier markieren. Hier. Genau. Einfach nochmal pinkeln. Mit dem Kutschermantel. Hoffentlich pinkelt der den nicht voll. Und können wir noch ein bisschen erkunden, bevor wir aufbrechen. Denn heute würde ich gerne mal mit euch zusammen und Michael nach Windenburg. Da liegt auch schon wieder ein Buch rum. Der Werwolf, der aus der Kälte kam, lesen. Ach ja. Warum lassen die Leute überall Bücher liegen? Buch. Richtung Knoblauch. Und hier könntest du dann noch einen Pilz nehmen. Fortfahren. Hineingehen. Pilze ernten. Knoblauchhimmel. Das hatten wir halt alles schon. Sünde das behalten. Ein Herzfrosch. Durch den Schott kämpfen. Huch. Kam da gerade Rory raus? Fortfahren. Und Aufbruch aus dem Untergrund. Okay, gut. Genau, wir haben hier einen Frosch, der ist nicht so viel wert. Den können wir verschenken. Die Pilze. Na, Pilze, hallo. Können wir verkaufen. Und so Dosensaft. Und er wuselt gerade wieder. Ja, es regnet, Michael. Das hast du schön gesehen. Gut. Dann trink nochmal zu Ende. Sonst geht es dir fast gut. Du kannst dich nochmal putzen. Energie. Energie ist noch okay. Das ist so cool. Oje, oje. Okay, gut. Wir wollten nach Windenburg. Schauen wir mal. Wo können wir denn da genau hin? Was wäre denn interessant? Fitnessstudio hätten wir. Ein Café. Eine Disco. Eine Bar. Und hier ist auch noch eine Bar. Sollen wir mal zum spukenden Lancet? Da gibt es ja auch ein paar Geister. Wie die Mimsi, glaube ich, heißt sie. Und ihren Mann. Schauen wir mal, ob wir die vielleicht zufällig antreffen. Oder wer halt sonst noch dort ist. Gerade mal keiner. Geh mal hier rein. Ja, ist ja doch schon spät. Schau mal, was kannst denn du hier machen? Ja, man kann halt hier nicht viel machen, weil es ist alles eingebaut hier. Da kommt Nancy und Mimsy. Wo sind denn die? Da kommt Nancy. Was machst du denn eigentlich um diese Zeit hier? Oh, Cardool. Cardool. Und Jeffrey ist auch irgendwo da. Waldfangs zum überlegenen Rudel. Ah, da ist Mimsy. Genau. Mach mal schnüffeln und vorstellen. Oh, Linda. Und Hector ist auch da. Genau. Und dann könntest du mal Werwolf hier schnüffeln. Fröhlich, eifersüchtig, romantisch. Du hast auch eine rosa Aura. Nee, das ist dein ganz normaler Dampf, oder?
Okay. Gut, schauen wir mal. Nach Lieblingsfarbe fragen. Verrückten Plan. Bestialische Gerüchte. Nee, Kämpfe machen wir nicht. Ein Geheimnis ausplaudern. Hört auch irgendwie lieb aus. Da kommen... Ah, das ist die Frau Markovic. Wie heißt du nochmal, Lucia? Nee, Hillary Laurent. Achso, nee, das ist die Frau von ihm. Aha. So. Hallo. Schmezzeltambra. So. 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 Ah, im Boy Pwibs. Vielleicht von seiner Frau. Naja, darf er natürlich. Ach, die Farbe braun. Okay. Tag verschönern. Kennenlernen. Und eine freudige Geschichte. Ja, das freut sie. Cool. Kosa. Goya Sparza. Und Biko Bix. Scheibes. Aha. We're not shooting so grave. Pwifta. Nar Vadish. Vadish. Othar. Zilnoy. Emka Floof. Rina. Oh, gut, einfach. Oh, Moment. Ich hatte mir so sehr ein eigenes Kind gewünscht. Ich stellte mir vor, wie unser kleiner Prinz durch die Flure laufen und auf dem Klavier klimpern und mit mir Unkraut zupfen würde. Es wäre einfach wunderbar gewesen. Ja. Ich glaube, die hat auch eine ziemlich tragische Geschichte. Sie und ihr Mann. Wie sie schaut. Coole Geschichte. Ja. Okay, genau. Geh mal hier eine Münze werfen. Was? Warum nicht? Miss Stevie? Deplora? Oh, Cardool. Swinkey. Okay, man kann hier gar nicht rauf. Was ist denn das wieder für ein Quatsch? Warum kann man da eine Münze werfen, wenn es hier gar nicht geht? Okay. So, Was haben wir denn hier oben noch? Wie schaut denn das? Och, ey. Das ist ja ein gewaltiges Herrenhaus. Okay. Was kann man denn hier alles machen? Hier kann man aber Münzen werfen, oder? Das müsste gehen. So, wo ist er denn? Mike? Hallo? Bricht er wieder alles ab? Münze werfen. Geht auch nicht. Oh Mann. Sims, was ist da los? Warum kann man die Hälfte nicht machen? Oh, was haben wir denn hier? Ansehen. Da können wir hin. Was ist das da? Das ist nichts. Das kannst du nur anschauen. Was ist das da? Ansehen. Da kommst du hin, oder? Ja, passiert nichts groß. Auch nochmal ein schöner Brunnen. Was ist das? Bitte hier nicht. Ja, wahrscheinlich nicht pinkeln. Wie ein Champion pieseln. ach, weißt du was? Auch mal ein Nickerchen. Ist der eh ein bisschen müde? oh je, wie er da drin hängt. In dem Baum. Oder in dem Strauch. Oh je. Na, ah, der Baum ist nix. Der Baum ist nix. Dann schlaf mal lieber ein bisschen im Mondlicht. Ich schaue mich dabei ein bisschen um. So, mein Freund. Genau. Was wir hier sonst noch so haben. Spulen wir so leicht vor. Kommen wir hier eigentlich runter? Was ist das da? Aha, hier kann man sitzen und Schach spielen. Oh, ein großer Grill. Hier? Wo kommt man da überall hin? Echt jetzt? Das ist ja cool. Kommt
der Sound her? Oh. Hier war ich auch noch nicht. Willst du hier rein? Ah, ist er natürlich schnell als Wolf. Kann man da was machen? Nö. Kann man auch nicht. Oh, das ist echt gewaltig, das Grundstück hier. Vielleicht finden wir zusammen irgendwas. Na, hier ist vorbei. Oh, fliegende Bäume. Hallo? EA, was hast du da wieder gemacht für Quatsch? Aha, hier können wir Lagerfeuer machen. Und du gehst... Nein, nein, Michael, nein. Keine grausame Einschüchterung. Hast du sie jetzt verschreckt, oder? Blöd, Mann. Ach, den kann man nichts alleine machen lassen. Jetzt geht er wieder. Warum? Achso, er wartet auf der Seite vom Strauch. Nee. Okay. Wenn er jetzt mal brav mit ihr reden würde, dann lassen wir das mal so. Und derweil schaue ich mal, was es hier auf dem Grundstück noch gibt. Da reden sie. Oh, ein Mini-Gewächshaus. Cool, kann man da was sammeln? Alle gießen könntest du mal. Ja, cool. Es ist echt cool hier. Alle gießen. Oh, Gosha. Gosha. Nach dem Reden. Oh, Lava. Oh, oh, sie ist kokett. Oh, oh. Oh, Harfen Wanu. Fambo Fuba. Weasel Bebid. Dimba Lanoib. Nonafario Yamisha. Pleasy. Fwips Puiva. Janarfanai. Flib. Sochim. Sarki. Supa. Flubigord Frieza. Binoi. Nostaish. Was steht hier? Launisch, was ist denn das? Gieße auf alle Sims verteilt 100 Launen ab. Okay. Krass. Dann kannst du noch mal was jagen. Aha. Ein Schlückchen Kaffee nehmen, wenn die zwei noch quatschen. Sie hey Nirma. Fina. Ah, Barin. Denise Wobes. Okay, komm. Ich möchte ihr abhauen. Ja, Michael, komm. Tu mal ein bisschen gießen hier. Kabura. Komm, Baku. So, genau. Kümmere dich mal um die Pflanzen hier. Oh, doch, hier kann man doch was ernten. Zitronen. Genau. Mach mal. Oh ja, es wächst alles. Auch schön. Schön, schön, schön. Was ist das hier? Nahrung jagen. Okay. Na, das kann ein bisschen dauern. Oh, heute ist Liebestag. So, was haben wir denn hier? Was muss man denn da machen? Romantische Stimmung. Blumen geben. Und zur Verabredung gehen. Genau, gehen wir sammeln hier. Aber jetzt haben wir es gerade in der Früh. Moment, hier kannst du auch noch alles ernten. Level 9 Gärtnern. Okay, fertig soweit. Okay, da stehen ein paar Leutchen rum. Alles klar soweit. Genau. Du hast Hunger, dann ess mal was. Und was haben wir denn? Oh, da ist viel. Da ist viel. Da werden wir mal alles verkaufen hier. Wir haben Karotten. Oh, wow. 212, nicht schlecht. Genau, apropos verkaufen. Wir haben doch... Ach nee, nicht in dem Inventar, da müssen wir nach Hause gehen. Okay. Nee, du brauchst jetzt nicht plaudern. Ess erstmal was und fertig.
So, Michael. Essen vielleicht jetzt? Michael. Ach je, oh je. Ich schmeiß das dahin. Ach du Knaller. Okay. Da könnten wir doch mal woanders hinschauen. Was haben wir denn hier? Vielleicht in diese Bar. Da wohnen die Fires, Breuer, Ogawa, Munch. Ach, die haben ja noch ein kleines Kind, die Bjergsens. Und ein Hund. Party People. Wo ist denn der andere? Der wohnt doch auch bei den Party People, oder? Gibt's denn nicht mehr diesen Trainierten? Ah, ist der auch schon gestorben? Oh Mann. Ja, gehen wir mal ins blökende Lama. Genau, Liebestag, das machen wir später. Schauen wir mal, wer hier so alles ist. Okay, bisher ja. Aneta ist da. Die schmachtet gerade. Und wer bist du hier? Tatsui, lalalala. Stell dich mal vor. Und hier bei. Anja auch. Freundlich schnüffeln und vorstellen. Und mal ein Getränk. Getränk bestellen. Und zwar mal eine Cola. Huch. Auch noch einer. Kenta. Judith, was möchtest du denn? Ich finde Manuel Schwarz echt süß. Soll ich ihn um ein Date bitten? Ein Megastar fragt mich das. Aber wer zum Teufel ist Manuel Schwarz? Ich habe keine Ahnung. Mach einfach mal. Okay, geht zu Aneta. Alles klar. Oder auch nicht. Und jetzt erstmal was bestellen. Genau, das Getränk holen. Okay, jetzt. Passt. Oh, ein Fernseher. warum hockst du dich denn da jetzt hin? Stimmung. Verabredung geben, Blumen geben. Ja, es ist früh. Das machen wir später zur Verabredung. Was machst du denn hier? Möchte ich, dass man meine Lama-Witze nicht langweilen? Oje. Oje, sie ist kokett. Michael, du flirtest aber jetzt nicht mit ihr, gell? Ich sag's dir, auch wenn sie da so ein bisschen in der Richtung unterwegs ist. Oh, süß ist sie eigentlich schon. Aber nein, Michael, du bist verheiratet. Erzähl ihr eben mal irgendwas Lustiges. Über Liebestag beschweren. Ja, bisher war er recht langweilig. Geschenkt, nein, du nicht. Lustig. Lustige Gesichter. Konfetti werfen. Nee, das machen wir nicht mit dir. Lustig. Oh, jemand parodieren. Dörfner. Kaba Dizi Inja. Was läuft denn da gerade? Oh je, komische Sachen. Langweilig, ha? Mila gelangweilt, ja. Dann solltest du dir mal einen Mann suchen. Oje, 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 oje. Für Liebestag singen mal. Na, ich weiß nicht. Ich fühle mich da nicht so ganz wohl. Mit einer fremden Frau am Liebestag. Nee, wisst ihr was? Das machen wir jetzt nicht. Schauen wir mal, was gibt's denn hier noch? Das ist irgendwie schon so ein bisschen... Was ist denn das hier? Die Klippen. Können wir uns das mal anschauen? Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht so oft. Da, glaube ich, kann man baden, wenn ich mich nicht irre. Und es ist auch so ein Partygrundstück.
Oh. Okay, oh, das ist ja schön. Ah. Was kann man denn hier machen? Naja, eigentlich nur baden, gell? In den Pool springen. Rückwärts halt eine Schwalbensprung. Okay. Guck mal da rein. Schön hier. Und? Das ist ein Schwalbenschwung? Okay. Ja. Mal ein paar Runden schwimmen hier. Aha. Gibt's hier was zu pflücken? Das wächst nicht. Ah. Kann man graben. Hm. Und hier auch nochmal. Oh, was ist denn das da? Zurück nach... Ach so, nee, da geht's nach Hause. Okay. Ich dachte, jetzt hätten wir vielleicht ein Geheimnis zusammen entdeckt. Nee. Ah, okay. Er grabt schon. Sehr schön. Ja, ist doch schön hier. So eine alte Burgruine, oder? Okay, was hast du denn gefunden? Eine Dings und ein Turmalin. Okay, Steine. So was, die Figuren, die kannst du verkaufen. Okay. Was ist das? Ja, Lea, okay. Das ist eh die Verabredung. Okay, alles klar. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Weil wenn sie mich schon fragt am Liebestag, dann passt es. Okay, gut. Jibs. Jibs. Gut, dann zieh dir nochmal was Schönes an. Irgendwas. Okay, also Leute, dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Und Servus.